Hi. Ah. Schön, euch aus diesem Irrenhaus zu sehen. Ah, nein. Schlechtes Intro. Schlechter Anfang. Also ich habe mir für heute erstmal zwei Videos vorgenommen. Also das erste, ich möchte in diesem jetzt hier einfach über die Updates von Amerika sprechen. Also was gerade in Amerika so alles passiert. Und das ist nicht gerade wenig. Und wie ich ja, glaube ich, auch schon in der Vergangenheit gesagt habe, ist für mich, nimmt Amerika für mich eine Schlüsselposition ein. Das heißt, wenn dieses Land seinen Kampf gewonnen hat, ist die Möglichkeit halt sehr, sehr hoch, dass alle anderen Länder mitkippen. Und zwar in die gute Richtung. Ich glaube, das war so ein Ding, was ich auch schon vor über einem Jahr oder so mal von mir gegeben habe. Weil das für mich, ja, das ist einfach so. Dominos, die Steine, die fallen, oder? Und wird jetzt halt entschieden, in welche Richtung sie gezogen werden. So, und zwar in Amerika gibt es momentan die Ghislaine Maxwell Trials. Wer war diese Frau? Wenn du diesen Kaninchenbau fallen willst, es gibt viele Informationen über diese Frau. Um das Ganze kurz zu fassen, die Frau hat einen ja, ziemlich reichen Papi und die hängt in diese ganzen Pedo-Stories mit Epstein oder Epstein zusammen. Also wenn ihr eben irgendwann mal dieses Epstein didn't kill himself seht, ja, genau um diesen Epstein handelt es sich. Der Typ hatte nämlich, ja, so richtig wie er das Geld hatte, habe ich irgendwie immer noch nicht so. Also er hat eigentlich die ganzen Reichen erpresst und hat dadurch seine eigene Insel bekommen und konnte die Leute noch besser, also diese ganzen Reichen noch besser erpressen. Ja, und hat dann darüber ein Flugzeug gekriegt, diesen wunderbaren Lolita Express, wozu es ganz, ganz interessante Sachen gibt. Und ja, also das ist ganz, ganz spannend, weil man dann halt erfährt, wer eigentlich alles in diesem Netzwerk ist, wer eigentlich alles erpresst wurde. Dann könnten Bilder und so Videos auftauchen, womit diese Leute erpresst wurden. Also wir wissen auf jeden Fall schon, es geht um Bill Clinton. Moment, es geht um zwei damalige Präsidenten. Ich glaube auch Bush. Ich glaube, Bush war der zweite. Könnte aber auch Obama sein. Ich weiß es nicht zu 100%. Weil sie irgendwie alle da drin sind. Also es würde mich nicht wundern, wenn danach tatsächlich noch viel, viel mehr drin sind. Ich meine, alleine Obama sprach ja mal, also Pizzagate und so weiter. Riesenkiste. Ich verspreche es euch, das ist eine Riesenkiste und die Medien werden sich hier totschweigen über das Ganze. Aber ich bin nicht so geduldig mit Videoschnitt und allem, als dass ich hier die ultimativen Dokus über diese ganzen Thematiken auf Deutsch übersetzen werde. Dafür gibt es dann andere Leute, die sowas gut machen und die lasse ich auch machen, weil da muss ich gar nicht reingrätschen. So, die machen ihr Ding, ich mache meins. In dem Fall ist es einfach, euch nur darauf hinzuweisen, dass es solche Dokus gibt und dass ihr euch die vielleicht die ein oder andere einfach mal anschauen solltet. Ja, auf jeden Fall ist das diese ganze Pedo-Kiste. Man merkt regelrecht, dass die Panik schieben, also die alle an diesem Netzwerk dranhängen. Also man versucht, Ghislaine Maxwell aus dem Knast zu bekommen, auf Teufel komm raus. Hoho, gutes Wortspiel. Ja, und weil man hat ja Epstein, damit er nicht auspackt, hat man ja schon im Gefängnis, ja, geselbstmordet. Und ja, es ist schon sehr auffällig. Also er ist auf eine
Von wegen, also man hatte, er hatte, das war ja sozusagen der zweite Suizidversuch oder ja. Und ganz, ganz ominöserweise sind gleichzeitig alle Kameras auf dem Ding ausgefallen, die Kamera in die Zelle rein ist ausgefallen, alles. Also es ist. Och nö. Ja gut, machen wir trotzdem weiter. Es ist alles ausgefallen und das war halt dann ziemlich, ziemlich blöd. Und. Sonst kann ich das jetzt noch nicht fassen. Ja, auf jeden Fall war das schon sehr, sehr ominös. Und was ganz, ganz interessant war, Comey ist ein hohes Tier beim FBI, der auch gegen General Flynn zum Beispiel vorgegangen ist und der gegen Trump massiv, also ihm versucht hat, alles Mögliche anzuhängen. Und das Töchterchen von dem Comey ist gerade die leitende Figur, also war die leitende Figur bei Epstein und ist auch die leitende Figur bei Ghislaine Maxwell. Zufälle gibt's, oder? Zufälle gibt's. Ja, auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz interessante, spannende Kiste. Das heißt, da, man hat leider alles getötet, was aus diesem Gerichtssaal rauskommt. Das heißt, man kann jetzt nicht mehr mithören. Videoschnitt gab es sowieso nicht. Also es ist alles tot. Es ist. Diesen Gerichtssaal verlässt so gut wie nichts mehr. Also man darf auch, glaube ich, Besucher dürfen da nicht rein. Also ich weiß nicht, wie die da draus berichten, aber also irgendwie ist es noch möglich, aber halt nur so, so semi-gut. Ja, auf jeden Fall ist das eine ganz, ganz interessante Sache. Und Q hatte da ja auch zu gesagt, dass der ins Gefängnis geschmissen wird, eine ganz, ganz entscheidende Position hat, der dafür sorgt, dass da wirklich ein großes Erwachen passiert. Was soll ich sagen? Es warten so viele da drauf, dass das endlich passiert, dass es endlich wieder Gerechtigkeit auf diesem Planeten gibt. Und man muss halt leider in Amerika anfangen. Weil die haben irgendwie ihre Fingerchen überall drin. Ja, das ist so das eine. Dann auch noch ganz interessant, Trump hat ja angekündigt, dass jetzt Anfang des nächsten Jahres eine neue Plattform rauskommt. Also er hat seine eigene Social-Media-Plattform gegründet, die dann Truth Social heißen wird. Man kann den Mann mögen oder nicht. Ich meine, er hat sich seitdem nirgendwo mehr geäußert. Also seitdem er von Twitter und von Facebook rausgeworfen wurde, weil ihnen die Tweets und die Nachrichten oder das, was Trump zu erzählen hatte, einfach nicht gepasst hat. Man kann von dem Mann halten, was man will. Aber ich finde, den amtierenden US-Präsidenten mundtot zu machen, ist ein ganz, ganz schlechter Zug. Ist ein ganz schlechter Zug. Und das spricht nicht für Facebook und für Twitter. Also ich bin übrigens auch auf beiden Plattformen nicht mehr. Weil ich da einfach keine Lust drauf habe. Wenn man aufpassen muss, was man sagt, wie man es sagt. Und ich spreche jetzt auch nur so offen bei Du Doof. Ach nein, YouTube. Weil, ja, es ist mir scheißegal. Es ist mir scheißegal. Es gibt mittlerweile genügend Alternativen. Und es ist mir scheißegal. Sie können, das ist ein wirklich ein Friss oder Stirb. Wenn denen das nicht passt, sollen sie mich rausschmeißen? Gut, ist okay. Davon haben sie mich trotzdem nicht mundtot gemacht. Meine Meinung habe ich trotzdem weiterhin. Und wenn ich die, solange ich die Möglichkeit habe, werde ich meine Meinung auch weiterhin äußern. Da können ihre herzlich wenig gegen tun, weil das ist mir zu blöd. Und ich meine, ich bin froh, dass ich eigentlich schon als Kind ein Mobbing-Opfer war, insofern und früh gelernt habe, einfach zu sagen, wisst ihr was, leckt mich alle sonst wo, macht euren Scheiß alleine. Wenn ihr meint, dass das euer der Weg ist, den ihr gehen müsst, dann habt Spaß dabei. Also
Ich war das Bücherkind. Also wenn man mich gesucht hat, konnte man in der Schulbibliothek antreffen. Weil war irgendwie angenehmer, als sich mit den anderen rumzuärgern, die einen eigentlich sowieso nur verarscht haben. Insofern kann ich da jetzt auch ganz locker drüber hinwegsehen. Ich meine, für andere ist das erheblich schwieriger. By the way, wenn ihr Seven vs. Wild seht, dann wisst ihr das auch. Dass andere mit der Isolation und so besser klarkommen als. Ja, egal. Aber es ist eine super Serie. Gucke ich mir gerne an. Und gestern ist mein Liebling raus. Oh, ich hätte es dem so gegönnt, dass der die ganze Kiste gewinnt. Oh. Gut, genug gespoilert. So. FF. Gut, also das ist das, was in Amerika passiert. Natürlich, was halt weiterhin ist, also dort den Impfzwang, den bekämpft man natürlich weiterhin ganz, ganz fleißig und ganz, ganz gut, was ich super finde. Haben wir noch irgendwas? Ja, also Biden wird tatsächlich mundtot gemacht von den Senators und vom Haus und also. Der hat gerade echt Schwierigkeiten. Und zu guter Letzt hat man dort jetzt auch so die Ergebnisse von den Audits, die langsam reinflattern und so langsam mitteilen, dass so einige Counties doch eigentlich an Trump hätten gehen müssen, weil es so viel Wahlmanipulation gab. Und mal schauen, wie lange diese Aufarbeitung dauert und ob das Ganze dann in die Richtung kippt, dass Trump wieder im Rennen ist. Also ich meine, er hatte mal irgendwann geschrieben, beziehungsweise auch Q, also so von wegen ein Jahr, also es gibt immer diese Ein-Jahres-Deltas und oder auch ganz Zwei-Jahres-Deltas, also ich hoffe, dass es nicht 2 Jahre sind. Denn Trump ist doch schon irgendwie so ein bisschen. Der hat da drüben ganz ordentlich aufgeräumt und wie man sieht, hat er ja auch dafür gesorgt, dadurch, dass der erstmal aufgeräumt hat und das Ganze in eine Richtung gemacht hat, wurden die alle so nervös und waren alle so angefressen, weil die sowieso schon hinter ihrem Zeitplan waren. Und dann schmeißt er das alles um und ändert das wieder ab. Und dann haben die das jetzt alles, also Biden halt, alles auf die Schnelle wieder zurückgeändert und noch ein bisschen krasser gemacht. Aber so, dass halt jetzt jeder es sehen konnte. Und das war das Beste, was in Amerika passieren konnte. Also das wäre jetzt so, wie wenn wir jetzt hier auf einmal die AfD hätten. Keine Impfung, nichts mehr. Wir könnten alle wieder frei raus. Restaurants, alles offen. Die Wirtschaft floriert. Und ja, schlagartig ist dann kommt erst Scholz mit seiner Ampel. Und ja, setzt uns jetzt wieder auf diesen Zustand, den wir jetzt haben und noch ein bisschen schlimmer. Also das, was vermutlich, so wie es aber schon noch kommen wird, wäre für die Mehrheit Deutschlands tatsächlich der beste Weg gewesen. Aber das Volk der Dichter und Denker. Ja, hat ihre Spezialfähigkeit irgendwie verlernt, verloren, was auch immer. Naja, gut. Ist jetzt ein bisschen trist, das Ende weiß ich, aber wenn ihr darauf seht und Hoffnung habt, dass sich da bald was tut und ich bin da absolut, also ich bin da voller Hoffnung, dass in Amerika sich bald wirklich was tut. Und dass das Ganze kippt und dass das Ganze also in die positive Richtung für uns kippt, dann kann man sich doch echt, man kann hoffen und es wird schön, es wird gut werden dann. Aber man muss halt auch genügend Leute auf dem Weg mit aufwecken, weil sonst funktioniert die ganze Transformation nicht. Ich denke, das sollte auch irgendwo klar sein. Denn wenn nur 5 Menschen tatsächlich be Also wenn man eine riesengroße Gruppe hat von, weiß ich nicht, 1000 Menschen und 5 Leute wissen, was gerade eigentlich läuft, haben es noch geschafft,
irgendeine Riesenkatastrophe abzuwenden, haben die anderen immer noch nicht begriffen, dass gerade eine riesige Katastrophe abgewendet wurde und warum das eine riesige Katastrophe gewesen wäre. Und ja, genau das ist halt das Ding. Und ja, wir können halt hier in Deutschland nur unsere Mitmenschen ein bisschen wachrütteln. Ja, dazu möchte ich dann aber in meinem zweiten Video ein bisschen mehr sagen. Und ja, Leute, haltet die Ohren steif. Es wird wieder bessere Zeiten geben. Ganz ehrlich, viel schlechter als jetzt kann es eigentlich nicht mehr werden. Oh, ich hoffe, jetzt kommt hier nicht irgendwo die Sintflut. Nein, ihr wisst, was ich meine. Und Zuversicht und positive Energie ist echt hilfreich. Ich habe auch häufiger meine Kerzchen an. Also eine Kerze kann doch ganz viel Licht erzeugen. Gut. Also, meine kleinen Kerzchen. Leuchtet! Bald hat die Dunkelheit keine Chance mehr. So, damit wünsche ich euch dann schon mal ein schönes Wochenende. Für den Fall, dass ihr gigantische Kerzen seid und irgendwo unterwegs bei einem Spaziergang oder sowas seid. Gut, man sieht sich. Ciao, ciao.